Danke für deine Frage, Juri. Ah, da seid ihr ja wieder. Hallo. Hallo. Sind wieder da. Also, passt mal gut auf. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr drei müsst uns jetzt Fragen zur Sendung beantworten. Okay. Habt ihr Lust? Ja, ja, klar. Ja, sehr gut. Ja, aber Moment. Seid ihr für so eine Befragung überhaupt geeignet? Natürlich. Ja, da muss ich erstmal einen Test mit euch machen. Ihr müsst drei Fragen beantworten. Aber Achtung, macht ihr auch nur einen winzigen Fehler, dann passiert etwas Schreckliches. Ich zeig euch das mal an, Simon. Passt mal auf. Was? Welcher Tag kommt nach Dienstag? Mittwoch. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Was ist 21 mal 117 hoch 5? Keine Ahnung. Ah ja, na seht ihr? Also. Geht's? Ja, es ist super. Geht's noch? Gut, also, jetzt seid ihr dran. Los geht's. Welche Form hat meine Zunge? Herz. Ah, richtig. Welchen Buchstaben gibt es viermal in Wuselgusel? Welche Zahl steht immer nach meinen Erfindungen? 3001. Aber nicht immer. Was? Welche Erfindung von dir meinst du denn genau, Wusel? Das weiß ich nicht. Okay. Jetzt kommen wir lieber zu Lias Frage, oder? Mhm. Ja, genau, Wusel. Meine Frage an dich ist, warum stinkt ein Pups? Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aua! Oh, schon wieder reingelegt. Wenn es passiert, ist es den meisten Menschen sehr peinlich. Ein Pups entweicht. Mal leise, mal ganz laut. Dabei ist Pupsen etwas ganz Wichtiges, denn diese Luft muss raus, sonst kann man Bauchschmerzen bekommen. Fast jeder Mensch pupst 8 bis 10 Mal am Tag. Und dann stinkt es oft ganz gewaltig. Warum? Alles, was wir essen und trinken, wird verdaut. Die Nahrung landet erst im Magen, dann im Darm und am Ende im Klo. Im Darm arbeiten Billionen von Bakterien. Das sind winzige Lebewesen und zersetzen den Nahrungsbrei. Und dabei entstehen Gase. Die sammeln sich an, bis so ein doller Druck entsteht, dass wir pupsen müssen. Und einige dieser Gase, besonders das mit dem Namen Schwefelwasserstoff, stinken ordentlich. Aber keine Sorge, wenn es ganz doll riecht, ist das sogar ein gutes Zeichen. Denn wer sich sehr gesund ernährt, zum Beispiel mit viel Gemüse, Obst oder Haferflocken, dessen Pupse stinken auch oft viel mehr. Was übrigens nicht stimmt, ist das Gerücht, dass nur leise Pupse riechen. Auch die Lauten können sehr, sehr unangenehm sein. Und Musik machen kann man damit auch. Auf togo.de gibt es übrigens auch Spiele mit mir. Zum Beispiel Raketenflug 3001. Damit vertreibe ich mir die Zeit, bis meine richtige Mondrakete vor dem Studio bereit zum Start ist. Mal gucken, wie weit der Countdown so ist. Ja, gut, dann kann ich ja noch ein bisschen weiterspielen, bis meine Rakete wieder vom Mond zurück ist. Und ihr auch, Einfach da drücken.